Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia. Ja, eigentlich wollte ich ja noch gar nicht wieder aufnehmen. Bin noch mitten am Basteln, aber der Bürgermeister kam angehechtet. Hey Bürgermeister, warum bist du so in Eile? Ja, ich habe gerade erfahren, dass letzte Nacht etwas am Hafen passiert ist. Komm schon. Oh. Wie konnte das passieren? Baut diesen Hafen nicht, steht da, ne? Es war Absicht. Sieh dir das Zeichen an. Irgendjemand möchte nicht, dass der Hafen gebaut wird. Ich wette meinen ganzen Besitz darauf, dass es Toddy war. Was für ein verrückter Dummkopf. Er war schon von Anfang an dagegen. Warum würde er so etwas tun? Ich werde mit ihm reden. Nun, das ist einfach furchtbar. Wir haben diese neue Lagerhalle erst gestern fertiggestellt. Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen. Ich habe schon mit Stolpersteinen gerechnet, aber unser Budget reicht dafür aus. Ja, das sind die guten Neuigkeiten. Aber trotzdem haben wir auch ein Problem. Wir haben ein sehr gut erhaltenes Klimarelikt für die Lagerhalle verwendet, das die Leute von Herrn Musa uns gebracht haben. Es gibt kein zweites davon, also du musst dir etwas einfallen lassen. Wir dürfen Herrn Musa nicht enttäuschen, sonst werden wir nie wieder Investitionen von außen bekommen. Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Jep, melde dich. Okay. Und das war's jetzt hier? Oder wie? Oder was? Na Mensch, guck mal, hier ist ja schon richtig was passiert. Ui. Holla, die Waldfee. Schau mal einer, guck, das wird ja mal ein Schmuckerhafen. Okay. Wir gehen wieder zurück nach Hause. Eieieiei. Ich bin nämlich am Werkeln, wie verrückt. Ich bin immer noch am wasserdichten Stoff dran. In der Zwischenzeit ist der Diebstahl weitergegangen. Ich soll jetzt ein Forschungszentrum nach Hinweisen suchen und ich soll einen Hafenkran bauen. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Also diese in der Nähe des Forschungszentrums, ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Ja, nur leider kam da nicht allzu viel bei rum, ne? So dass ich dann mal ein bisschen gegoogelt habe. Und Google hat gesagt, ich muss dafür erst den Hafenkran gebaut haben. So, dann brauche ich noch Stahlplatten, ziemlich viele sogar. So, hier können wir mal nachtanken. Ja, wie gesagt, das war ja eigentlich gar nicht der Plan. Nee, ich mache mal Stahlplatten jetzt zwischendurch. 8 brauche ich. Ach komm, dann machen wir jetzt einfach mal alle 6. Tanken hier auf, dann müssen wir nochmal hoch. Denn mein wasserdichter Stoff ist immer noch nicht fertig. Oh Mann. Okay, wie viel Faserstoff habe ich denn jetzt? 16. Oh Mann. Okay, das heißt, ich brauche noch 4 Faserstoff. 2x4 sind 8 abgenutztes Fell. Alles klar. Ach, ich sag's euch. Abgenutztes Fell, ja, das hat jetzt natürlich nicht gereicht. Dann werden wir uns leider hier nochmal durchprügeln müssen. Denn die Aufgabe möchte ich jetzt tatsächlich endlich mal fertig kriegen. So, da haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich habe nicht genug Platz im Inventar, ja, du mich auch. Dann bleibt es jetzt erstmal liegen. Ich brauche ja nur das Fell. Okay, okay, okay. Da hinten sind noch Wecker. Abgenutztes Fell. Wo ist es hier, ne? Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber dann machen wir gleich mal ein bisschen mehr, wenn wir schon unterwegs sind. Zwischendurch habe ich noch Harz besorgt. Und oh Mann. Nee, ich muss ja so ein bisschen Zement machen. Aber dann hatte ich wieder keine Energie mehr. Naja,
wie das halt so ist, ne? Ui, ui, ui. Aber wie gesagt, jetzt mache ich erstmal das mit dem Stoff und dann kümmern wir uns um den ganzen Rest. So, da oben läuft es ja jetzt. Das muss ich nochmal gucken. Tada! So, da ist der wasserdichte Stoff schon fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 4 Faserstoffe. Und dann können wir den letzten wasserdichten Stoff hoffentlich machen. Ja, können wir. Und wir brauchen noch Zement, glaube ich. Wir gucken mal. Zement, 15 brauchen wir. Wie viel haben wir? 16. Sehr gut. Dann können wir den hier gleich mal verbauen. So, und dann brauchen wir nur noch Stahlhülle und Aluminiumplatten. Das sollte doch hinzukriegen sein. Alles sortieren. Stahlhülle haben wir hier. Die Felle packen wir mal hoch. Hier habe ich noch was, einen Kochmeister, also bei dem Geschenketag bekommen. Fand ich ja sehr cool. Das können wir im Museum platzieren, ne? Das finde ich ja eine gute Sache. Stahlhülle, dafür brauchen wir Stahlplatten. Und 8 Aluminiumplatten habe ich auch. Mal gucken, ob die reichen. Ja, die reichen. Das ist gut. Dann braucht man nur noch dieses. Ich sag's euch, alles nicht so einfach. Stahlhüllen, wie viel brauchen wir denn davon? Warte mal, die packe ich mir mal hier runter. Also noch 6. Also da braucht man noch ziemlich viele Stahlplatten. Gleich mal auftanken hier. So. Auch noch mal auftanken. Dann geht's hier weiter. Und dann können wir noch eine Stahlplatte, ne? Und dann laufen hier 6 und dann haben wir's. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Der Stoff da oben braucht noch, ne? Bringt uns also erstmal nichts. Ah, 4 Minuten noch was. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal Purzel. Und dann möchte ich ganz gern mal meine erste Sache ins Museum bringen, ne? Oh je. Wird ja auch mal Zeit hier. So, hier geht's hinein. Gucken wir mal. Das Buch packen wir hier hin. Und dann schauen wir mal. Mittelgroß errichteter Gegenstand. Wo kommt das denn hin? Na, ich würde es eigentlich Auswahl wechseln. Hier unten gern hinsetzen. Ja, das machen wir. Tada! Das ist doch mal nicht schlecht, oder? So, da haben wir die erste Sache im Museum. Finde ich eigentlich ganz gut. Oh, was gibt's denn hier? Spendenbelohnung, aha. Lagerkiste mal 1. Okay, na das haben wir ja schon. Mini-Bowlingborn. Blumenbeet. Oh, das gibt ja mal nette Sachen hier. Was bist du? Wiederherstellungsmaschine. Okay. Tja, meine Güte. Uiuiuiuiui. Oh, auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. So, Purzel, jetzt komm. Jetzt habe ich mich natürlich auch mit diesen ganzen Aufgaben für die Bewohner überhaupt nicht weiter beschäftigt, ne? So, das mit dem Zement war durch, ne? Wir brauchen jetzt nur noch das da oben. Gut. Dann gucken wir hier nochmal nach dem Rechten.
brauche immer noch 2 Minuten. Ach, das ist doch immer ärgerlich. Okay. Habe ich meinen Dünger noch hier? Ja, den haben wir noch hier. Dann gucken wir gleich mal nach dem Rechten. Habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? Ich habe ja noch ein paar Belohnungen bekommen. Und zwar hier eine, diese Riesenfrucht. Das ist eine Kartoffel geworden. Die habe ich jetzt mal gepflanzt. Hier der Ceolora-Baum. Naja, ihr wisst Bescheid. Der wächst ja schon die ganze Zeit. Und dann habe ich noch die Saat für einen Salpeterbaum bekommen. Und damit die Saaten hier nicht einfach so rumliegen, habe ich mir gedacht, ich setze die einfach mit dazu. Na, dann begrünen wir uns mal so den Eingang hier ganz netterweise. Ich denke, das ist okay, ne? Feine Sache. Sehr feine Sache. Okay. Der Hafenkran. Es sind nur noch Stahlhüllen. Naja, gut, das kriegen wir hin. 10 Stunden bis zum nächsten Tag, auf jeden Fall. Das heißt, noch einmal schlafen Minimum. Und hier ist es noch eine Minute, noch was. Eieieiei. Okay, wie sieht es hier unten aus? Habe ich hier schon gesammelt? Ja, mal gucken, mal. Wir können mal ein bisschen Käckerchen aufsammeln. Und dann streicheln wir eine Runde. Ja, man muss ja seine Zeit ja sinnvoll nutzen, ne? Miau, miau. So, und du auch noch, genau. Und ich glaube, Porze, dich habe ich heute auch noch nicht gestreichelt, oder? Nee, dann machen wir das auch gleich noch mit. Ach so, ist nicht der passende Ort, alles klar. Dann kommen sie mal raus. Dann machen wir das hier. Ja, es ist immer ja nicht so einfach. Jo. Dich auch. Und nochmal. Feini. So, haben wir das auch erledigt. Ich bin ziemlich lieblos, ne? Na, guck mal. 5 Sekunden noch. Die kriegen wir auch noch hin. Und dann können wir den letzten wasserdichten Stoff machen. Halleluja. Der dauert nur eine Minute. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das abgeben müssen. Ob das wieder bei... Naja. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wir werden es ja sehen, ne? Wir warten jetzt einfach mal ab. Was mich im Übrigen zu einer Sache bringt, ich habe jetzt mal die letzten 3 Wochen alle an einem Tag aufgenommen. Und ich werde noch, also nicht, wahrscheinlich heute nicht mehr, aber in den nächsten Tagen noch weiter aufnehmen, dass ich eventuell den ganzen August auch im Vorlauf habe. Nicht, weil ich keine Lust habe, andauernd aufzunehmen, sondern weil wir ja umziehen. Und ich möchte ganz gern etwas, naja, Zeit schinden, ne? So ein Umzug kostet ja auch Zeit. Und da habe ich dann unter Umständen nicht immer so die Zeit zum, ja. Ah ja, da ist er, der gute Antoine, genau. Der Hafen von Porz. Ja, damit ist das erledigt. Halleluja. Ja, also, ne, dass ich Zeit für den Umzug habe, dass ich nicht, mir da Zeit freischaufeln muss. Aber ich möchte gern, dass das Projekt weiterläuft, weil es mir auch wirklich Spaß macht. Und ab Ende September kann es denn sein, dass wir wechseln. Oder es wird so sein, dass wir nach Sandrock oder My Time at Sandrock wechseln. In der Hoffnung, dass das denn mit dem Multiplayer gut läuft, ne? 2 Hüfttaschen habe ich. Oh, ne. Wandlicht. Nö. Ne. Lass mal gut sein. Oh, weia. Und so ist das. So, Porzel, komm, wir gehen jetzt schlafen.
Denn ich möchte ganz gern mit den Leuten noch die den Hafenkran fertig machen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. So. Gut, dann wisst ihr also Bescheid, dass ihr euch nicht wundern müsst, dass ich nicht so auf eure Kommentare eingehen kann. Aber manchmal ist das eben so, ne? Jetzt hoffe ich, dass mir nicht noch irgendwas anderes fehlt. Heute ist ja wieder ein bewölkter Tag. Nun ja, das kennen wir ja schon. So, dann machen wir hier... Was ist denn jetzt wieder noch? Och nee, ernsthaft? Oh Gott. Ich hatte doch so viele gemacht. Manu. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir's. 4 Schweißstäbe sollten doch nun reichen, dass wir hier endlich mal fertig werden. So, durch dieses 0,8, ne, ist das alles ein bisschen, ja. So, da haben wir den Hafenkran tatsächlich fertig. Das ist doch eine feine Sache. Wunderbar. Dann holen wir uns den zurück und gucken mal, wo wir den abgeben sollen. Aha, der Hafenkran da unten. Dann müssen wir da noch schnell hin. Komm, Purzel, da reiten wir noch hin. Guck mal, wie schön der Hafen eigentlich schon geworden ist, ne? Es ist doch ein Träumchen mit dem Leuchtturm. Ne? Der macht auch des Abends ein schönes Leuchtfeuer. Wundervoll. So, dann gucken wir mal. Wo sollen wir denn damit hin? So. Oh, hier vorne soll der hin, ne? Aha. Das machen wir. Kran herstellen. Das sieht gut aus. Das Forschungszentrum hat sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir bald mit dem Hafen fertig sein. Na, das ist doch mal richtig cool. Haben wir ein Bild bekommen. 15.000 Gold. Sehr gut. So. Mach mal das Ganze so nochmal vielleicht. Wurzel, geh weg. Ach nee, schön. Porzia habe. Es ist schon richtig toll geworden. Gefällt mir. Klasse. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich für diese Folge, fürs dabei gewesen sein. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also ihr Lieben, bis dahin, macht es gut. Tschüss. Oh nein, Obstsalat mag Emily nicht. Tschüss.